Ich bin ziemlich sicher, jeder von euch weiß, was das hier ist. Das Schweizer Taschenmesser wurde 1891 von der Schweizer Armee eingeführt, um den Soldaten ein handliches Werkzeug mitzugeben, mit dem sie zahlreiche Aufgaben erledigen konnten, ohne dass es zu viel Platz benötigte. Dieses Prinzip klingt auch ziemlich interessant, wenn man es mal im Deckbaukontext betrachtet. Und tatsächlich werden wir heute eine Art von Karten kennenlernen, die uns genau diese Flexibilität liefern. Denn das löst ein sehr lästiges Problem, das fast jedes eurer Decks mit sich herumschleppen dürfte. Und darum unterhalten wir uns heute einmal ausführlich über Schweizer Taschen, Karten. Grüezi miteinander und damit herzlich willkommen zu den Deck-Hacks, eine kleine Serie, in der ich euch einige Tricks zeigen möchte, die eure Decks ein wenig besser machen sollen. Stellt euch also darauf ein, dass davon in Zukunft noch ein wenig mehr kommt. Starten tun wir mit etwas, das ich Schweizer Taschenkarten nenne. Damit bezeichne ich Karten, die mehrere unterschiedliche Wirkungen zur Auswahl haben und deshalb in vielen Situationen hilfreich sein können. Wir werden uns heute genauer anschauen, wie diese Karten funktionieren, warum sie so gut sind und wie man die guten Exemplare von den schlechten unterscheidet. Wenn man das nämlich falsch macht, nützen einem die Karten überhaupt nichts, sondern schaden euch sogar aktiv. Aber als erstes wollen wir einmal schauen, welches Problem uns diese Karten eigentlich lösen. Dafür kehren wir einmal zurück zu einem unserer vorrangigen Ziele aus dem Deckbau, die wir schon in meinem Grundlagenvideo besprochen haben, das ist die Konsistenz. Wenn unsere Decks konsistent sind, bedeutet das, dass sie zuverlässig immer dasselbe tun, wir uns also darauf verlassen können, dass wir unseren Spielplan wirklich umsetzen können. Nun gibt es aber noch eine andere Komponente, die man ebenfalls gerne im Deck hat, und das ist Flexibilität. Damit ist gemeint, dass ein Deck auf diverse gegnerische Bedrohungen reagieren kann und auch in verschiedensten Situationen immer eine passende Antwort parat hat. Eine gute Sache, es ist schließlich nichts so frustrierend wie die Erkenntnis, dass man gerade keine einzige Karte im Deck hat, mit der man den Gegner noch aufhalten könnte. Beide Faktoren können wir uns für unsere Decks eigentlich nur wünschen. Wir wollen uns auf unser Deck verlassen können und es ist auch beruhigend zu wissen, dass man sich gegen fast jeden Gegner zumindest ein bisschen wehren kann. Nur, diese beiden Qualitäten schließen sich mehr oder weniger gegenseitig aus. Nehmen wir ein mal wieder völlig überzogenes Beispiel, um das darzustellen. Ein Deck, das nur aus Gebirgen und Lava-Spikes besteht, ist wahnsinnig konsistent. Es tut jedes Spiel exakt das gleiche und wird kaum Probleme bekommen, seinen anvisierten Spielplan durchzubekommen. Der besteht nämlich nur darin, dem Gegner so lange Lava-Spikes an den Kopf zu werfen, bis seine Lebenspunkte aufgebraucht sind. Um mal in der Metapher mit dem Taschenmesser zu bleiben, ist das Deck allerdings flexibel wie ein Backstein, denn jede Aktion der Gegenseite kann dieses Deck nur auf eine einzige Art und Weise beantworten. Wenn der Gegner das Feld mit Kreaturen volllegt, dann schießen wir ihm eben 3 Schaden an den Kopf. Der Gegner bereitet eine Combo aus mehreren Karten vor, 3 Schaden an den Kopf. Der Gegner generiert sich zusätzliche Lebenspunkte, 3 Schaden an den Kopf. Der Gegner überfällt die Ukraine, 3 Schaden an den Kopf. Oder der Gegner hält sich Mana für einen Counterspell offen, egal, 3 Schaden an den Kopf. Die einzige Entscheidung, die man mit diesem Deck wirklich noch treffen könnte, wäre, ob man mit einem der Lava Spikes einen Planeswalker des Gegners anzielt, der wirklich Ärger bereitet. Aber bei aller Konsistenz, wenn diese Strategie aus irgendeinem Grund am Gegner scheitert, hat dieses Deck absolut keinen Plan B. Und nun zum absoluten Gegenteil, einem Deck, das sich maximale Flexibilität auf die Fahne geschrieben hat. Probieren wir also mal, mit dem Deck von eben auf alles reagieren zu können. Und da gibt es ja so einiges, auf das man bei Magic vorbereitet sein sollte. Viele Kreaturen, lästige Länder mit Extra-Effekten, mächtige Friedhof-Interaktionen oder auch Artefakte, die man auf der Gegenseite eher nicht sehen will. Zu jedem dieser Probleme gibt es Karten, die maßgeschneiderte Lösungen anbieten, also Mass Removal für viele Kreaturen, Land Destruction Spells, mit denen wir die gegnerische Mana Base ins Visier nehmen, Graveyard Hate gegen Friedhöfe und Artifact Removal. Und nebenbei, das sind jetzt nur 4 von diversen anderen Problemen, vor die euch euer Gegner noch stellen könnte. Wie auch immer, spielt man jetzt alle diese Karten auch noch im Deck, könnte man tatsächlich gegen jede dieser Bedrohungen eine Lösung präsentieren. Aber ihr ahnt vermutlich, worauf dieses Beispiel hinausläuft. Hat man gerade mal nicht die passende Lösung zu einem Problem, fällt diese Strategie in sich zusammen, weil diese Lösungskarten so speziell sind, dass sie keine Hilfe in den anderen Situationen sind. Und den ursprünglichen Plan mit den Lava Spikes könnte man hier auch längst knicken, weil man mittlerweile so viele verschiedene Karten ins Deck aufnehmen musste, dass auf den Schadensoutput längst kein Verlass mehr ist. Ihr merkt natürlich, dass diese Beispiele viel zu extrem sind, aber ich hoffe, dass der Grundgedanke klar geworden ist. Je mehr verschiedene Antworten wir auf den Gegner haben wollen, desto mehr müssen wir unseren eigentlichen Spielplan vernachlässigen. Und an dieser Stelle kommen die Modal Spells ins Spiel.
Modal Spells sind der eigentlich korrekte Name für die Schweizer Taschenkarten. Damit bezeichnen wir alle Karten, die uns mehr als einen Modus zur Auswahl geben, wenn wir sie spielen. Das können 2, 3 oder auch mal 4 Effekte sein, aus denen wir uns dann einen oder sogar 2 aussuchen dürfen. Der Clou ist, dass diese Effekte auf den ersten Blick ihr Mana gar nicht wert sind. Es gibt fast immer eine Karte, die den jeweiligen Effekt noch besser kann. Die Kombination der verschiedenen Möglichkeiten macht die Karten aber zu einem Trumpf. Um diese Spells etwas besser zu verstehen, nehmen wir einen von ihnen mal genauer unter die Lupe, den Izzet Charm. Der lässt uns zwischen 3 Effekten wählen. Wir können einen Nicht-Kreaturen-Zauber neutralisieren, wenn sein Beherrscher nichts extra zahlt. Wir können einer Kreatur 2 Schadenspunkte zufügen oder 2 Karten ziehen und dann 2 wieder abwerfen. Das Ganze erhalten wir für 2 Mana. Wenn wir diese Effekte einmal für sich nehmen, findet sich für jeden von ihnen bereits eine Karte, die darin besser ist. Spellpierce hat den gleichen Counter-Effekt für nur 1 Mana. Ein Schock kostet ebenfalls nur 1 Mana und er kann auch auf Spieler geschossen werden. Und bei Thrill of Possibility werfen wir nur eine Karte ab, um dann 2 zu ziehen, und Faithless Looting ergibt das Ganze bereits für 1 Mana. Das hört sich jetzt erstmal danach an, dass der Izzet Charm furchtbar ineffizient ist, aber sein Vorteil liegt auch woanders. Nämlich darin, dass er in jeder dieser 3 Situationen hilft. Drehen wir, wie in unserem Beispiel von eben gerade, die Effekte einmal um, merken wir, dass der Schock keinen Zauber neutralisieren, der Thrill keine Kreatur abschießen und Spellpierce keine Karten ziehen kann. Der Izzet Charm ist also nicht deshalb eine gute Karte, weil er gut neutralisiert, viel Schaden schießt oder viele Karten zieht, sondern weil er immer genau das tun kann, was wir davon gerade am dringendsten brauchen. Genau wie ein Schweizer Taschenmesser, dessen einzelne Bestandteile nun wirklich keine Begeisterungsstürme auslösen, aber das alle seine Funktionen in einem Werkzeug vereint und man so erstmal auf alles vorbereitet ist. Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich jede Karte gut ist, die euch zwischen mehreren Modi wählen lässt. Gucken wir mal, wie man das bewertet. Nicht jeder Modal Spell ist wirklich gut, einige von ihnen können sogar regelrecht nutzlos sein. Wenn ihr eine solche Karte vor euch seht, gilt es natürlich erstmal, die einzelnen Optionen durchzugehen und mit den Mana-Kosten abzugleichen. Wichtigstes Qualitätskriterium ist der sogenannte Standardmodus. Hat die Karte einen Effekt, der euch immer hilft, egal wie das Spiel gerade aussieht? Stellt euch dazu einfach vor, was ihr mit der Karte tun könntet, wenn das Feld, die Hand und alle Friedhöfe komplett leer sind. Gerade da diese Karten eher spezielle Effekte haben, müsst ihr euch sicher sein, dass ihr mindestens einen Modus wirklich immer benutzen könnt. Dazu sollten möglichst viele andere Effekte noch so vielseitig sein, dass sie mit ausreichender Wahrscheinlichkeit mal eine Rolle spielen können. Ansonsten riskiert ihr, eine völlig wertlose Karte im Deck zu haben. Und nicht zuletzt sollte die Karte natürlich in eure Strategie reinpassen. Schauen wir uns das an 2 Beispielen aus einer aktuelleren Edition mal an, nämlich dem Riveteer's Charm und dem Obscura Charm aus New Capenna. Ersterer bietet uns für 3 Mana ebenso viele Effekte zur Auswahl. Wir können den Gegner seine teuerste Kreatur oder Planeswalker opfern lassen, das ist tatsächlich ganz gut, weil der Gegner sich das meistens nicht selbst aussuchen kann. Wir können außerdem 3 Karten ins Exil schicken, die wir dann bis zu unserer nächsten Endphase spielen können. Das klingt ziemlich knapp, wir müssen den Charm ja auch für 3 Mana spielen. Wenn wir das aber im gegnerischen Zug machen, können wir danach unsere Länder wieder enttappen und haben noch unseren ganzen Zug Zeit, alles auszuspielen. Wir ziehen also de facto 3 Karten, das ist nicht nur sehr stark, sondern auch gleich der Standardmodus, denn der hilft immer, egal wie es auf dem Spielfeld so aussieht. Und zuletzt können wir den gegnerischen Friedhof entsorgen, das kann praktisch oder auch völlig nutzlos sein, aber zusätzlich zu den anderen Effekten ist es auf jeden Fall in Ordnung. Dieser Spell hat also einen starken Standardmodus, den wir immer benutzen können, eine Antwort auf Kreaturen und Planeswalker, die häufig relevant sein dürfte, und eine Lösung gegen Friedhöfe, die auch wertvoll sein kann. Für reaktive Strategien ist das also eine wirklich gute Karte. Schauen wir uns dann noch den Obscura Charm an, ebenfalls für 3 Mana. Hier können wir eine mehrfarbige Karte für maximal 3 Mana wiederbeleben. Das sind schon einige Einschränkungen und wir müssten wahrscheinlich selbst dafür sorgen, dass dieser Effekt auch wirklich nutzbar wird. Alternativ neutralisiert der Charm eine Hexerei oder einen Spontanzauber, das ist okay. Oder wir zerstören eine Kreatur oder einen Planeswalker mit maximalem Mana-Wert 3, auch das ist okay, aber nicht der Hammer. Ihr seht, dass die Effekte hier etwas spezieller sind. Wir finden außerdem auch keinen wirklichen Standardmodus, den wir unabhängig vom Gegner einsetzen können. Daher sehe ich diese Karte als etwas zu speziell an. Im richtigen Deck kann sie durchaus ihre Berechtigung haben, aber ich sehe die Gefahr, dass sie etwas zu selten zur Geltung kommt. Schaut also besser 2-mal hin, bevor ihr so eine Karte in euren Decks verbaut. Und nebenbei ist nicht jeder dieser Spells so offensichtlich, wie man denkt. Tatsächlich sind einige dieser Karten regelrecht versteckt. Schauen wir mal, wie man sie findet.
Zunächst müssen es nicht immer Spells sein. Auch auf Kreaturen finden sich gelegentlich auch mal mehrere Effekte, so zum Beispiel auf dem Knight of Autumn, dem Charming Prince oder dem Kallus Blood Mage, die alle verschiedene Effekte mitbringen, wenn sie das Spiel betreten. Und manchmal steckt auch in Karten ohne viel Text deutlich mehr drin, als man erstmal vermutet. Schauen wir uns dazu den Forked Bolt an, der relativ unschuldig daherkommt. Hier dürfen wir für ein rotes Mana 2 Schadenspunkte frei verteilen. Wer hier aber nur diesen einzelnen Modus vermutet, irrt sich gewaltig, denn streng genommen stecken in dieser kleinen Karte mindestens ganze 9 Modi. Wir können schließlich jeden Schadenspunkt auf einen Spieler, einen Planeswalker oder eine Kreatur feuern. Bei 2 Schadenspunkten ergibt das mindestens 9 mögliche Kombinationen. Und da ist noch gar nicht eingerechnet, dass wir gegebenenfalls die Wahl zwischen mehreren Spielern, mehreren Planeswalkern oder mehreren Kreaturen haben. Ähnlich beim Windicate. Hier können wir ein Permanent, also eine bleibende Karte, zerstören. Würde man das mal komplett ausschreiben, bedeutet das, wir können eine Kreatur, einen Planeswalker, eine Verzauberung, ein Artefakt oder sogar ein Land ins Visier nehmen. Sowohl das Windicate als auch der Forked Bolt haben übrigens einen guten Standardmodus. Mit dem Windicate wird man eigentlich immer ein Land in den Friedhof schicken können und beim Forked Bolt gehen die 2 Punkte dann einfach auf den gegnerischen Spieler. Schön und gut, aber was bedeuten diese Karten denn nun für unseren Deckbau? Aus meiner Erfahrung ergibt es auf keinen Fall Sinn, sich jetzt das Deck mit diesen Karten vollzustopfen, denn die individuelle Qualität der Karten ist ja meist etwas schlechter. Aber die Schweizer Karten können eine Brücke schlagen zwischen eurem eigentlichen Spielplan und etwas Flexibilität für verschiedene Situationen. Wirklich viele braucht ihr davon auch gar nicht, irgendetwas zwischen 1 bis 5 Exemplaren klingt für mich nach einem soliden Mittelwert, um nicht zu viel Konsistenz aufzugeben und gleichzeitig etwas flexibler zu werden. Nehmt nur Schweizer Taschenkarten auf, die auch im Standardmodus eurem Deck helfen und am wichtigsten damit auch eure Strategie stützen. Versucht außerdem einzuschätzen, wie viele der Modi in einem durchschnittlichen Spiel relevant sein können und wie gut sie euch helfen. Und lasst euch nicht täuschen, wenn ihr zunächst keine Effektauswahl auf einer Karte findet. Erinnert euch an den Forked Bolt und denkt daran, dass auch in einem Satz viele Effekte stecken können. Damit ihr danach nicht ewig suchen müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung wieder einen Link zu Deckstats, wo ich euch eine Auswahl an Schweizer Taschenkarten zusammengestellt habe, die ich für gut spielbar halte. Vielleicht ist da ja noch die ein oder andere Karte für euch dabei. Wenn euch noch andere einfallen, lasst es mich und vor allem eure Mitspieler gerne in den Kommentaren wissen. Also, probiert diese Karten aus, haltet weiter die Augen auf und verbringt nicht so viel Zeit auf YouTube.